Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technics for You. Heute soll es um das gute Stück gehen, das Asus Travelite HS1000W. Das ist ein drahtloses, kabelloses Headset von Asus. Das kommt in so einer Box, die ein bisschen an einen portablen CD-Player erinnert. Und wenn ich es jetzt aufmache, sieht es so aus. Da kann man sehen, ja. Es lässt sich halt so zusammenklappen und dann in dieser Box mitnehmen. Ob ich das machen werde, ist eine andere Sache. Dann doch ein bisschen umständlicher. Und ja, so sieht es dann, wenn man es jetzt mal natürlich ordentlich macht, aus. Ja. Lasst euch davon nicht abschrecken, durch dieses Einklappbare, eben für die Tasche, wirkt das natürlich ein bisschen instabil, ist es aber wirklich nicht. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, die Verarbeitung ist wirklich gut. Durch diesen, hier ist über diesem Bogen nochmal ein kleiner zusätzlicher Bügel, der das eben dann wirklich alles ordentlich stramm hält. Dann haben wir hier oben noch ein Polster, was wirklich angenehm ist, man sieht es ja hier auch. Es gibt gut nach, aber eben nicht zu stark. Und ja, die Polsterung auf den Ohrmuscheln würde ich sagen, ist auch ausreichend. Ist auch nicht so dick, aber es reicht wirklich. Also, ja. Schauen wir mal, was das für Knöpfe hat. Natürlich erstmal zum Anmachen und Ausmachen. Das würde ich auch natürlich empfehlen, wenn man es nicht benutzt, ausmachen. Gewöhnt man sich aber relativ schnell dran, würde ich sagen, wenn ich es jetzt mal anmache. Muss man eben gedrückt lassen eine Weile. Dann blinkt es. Es blinkt jetzt natürlich gerade grün, weil ich euch auch den. Wo habe ich ihn jetzt? Hier. Der Empfänger, der natürlich an den PC angeschlossen werden muss, den habe ich jetzt auch hier dabei, weil ich euch dazu noch gleich was sagen will. Und dann blinkt es jetzt natürlich. Normalerweise leuchtet es dauerhaft grün, das bedeutet, die Verbindung ist da und ihr könnt loslegen. Ja. Neben den Anknopf haben wir natürlich noch das Lauter- und Leiser-Tasten und oben einen Knopf für die Verbindung, damit die Verbindung aufgebaut wird. Das muss man auch nur einmal machen und danach findet man das findet das Headset automatisch die Verbindung wieder nach dem An- und Ausschalten. Dann haben wir hier unten noch einen Anschluss für ein Mini-USB-Kabel, über das dann das Headset praktisch geladen wird, was auch intelligent gelöst ist, falls der Akku, der hier drin ist, wirklich mal alle ist, kann man das Headset eben über das USB-Kabel an den Rechner anschließen, dann wird es dabei geladen und man kann aber trotzdem weiter telefonieren. Das Einzige, was dabei nicht so schön ist, das Kabel ist jetzt vielleicht ein, naja, jetzt auf der Kamera sieht man es wahrscheinlich nicht so, ist nur einen halben Meter lang geschätzt und ja, wenn man ein Problem hat, so wie bei mir, dass der Rechner nicht direkt am Tisch steht, ist es ein bisschen blöd. Da muss man sich entweder ja, ein Verlängerungs-USB-Kabel holen oder meinetwegen einen drahtlosen USB-Hub oder ja, man muss sich direkt vor den Rechner hocken. Jo. Was jetzt gibt es zur Klangqualität zu sagen? Also ich benutze es vorwiegend als reines Mikrofon, von daher ist das jetzt nicht so wichtig. Aber ich habe auch schon mal Musik oder eben Spiele darüber gehört und ich muss sagen, die Qualität ist wirklich ausreichend, mehr als ausreichend. Es kostet aktuell bei Amazon 45 Euro und dafür ist es wirklich sehr gut. Die Reichweite wird bei Asus direkt mit 2, Moment, bis 15 bis 20 Meter angegeben, wobei das wahrscheinlich sich auf freie Flächen bezieht. Ich habe hier, wenn ich in der Küche bin, zwei, drei Wände, zwei, drei Türen dazwischen und habe immer noch keinen Unterschied gemerkt. Also die Übertragungsart wird hier mit 2,4 GHz angegeben. Das sollte ausreichend sein, um hier nicht nur irgendwelche Störsignale aufzunehmen. Und die reine Hörzeit, wenn man sich meinetwegen Musik oder das Headset anhört, wird bei Asus direkt mit 8 Stunden angegeben. Wenn man jetzt natürlich noch das Mikrofon mit dazu nimmt, wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein, aber also gefühlt hält es 3, 4 Stunden auf jeden Fall mindestens. Kann natürlich auch länger sein, ich habe es noch nie am Stück jetzt angehabt so lange, aber die Standby-Zeit wird hier mit bis zu 3 Monaten angegeben, bevor der Akku alle ist. Ja. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr meinetwegen zum Beispiel morgens zur Schule oder zur Arbeit geht, hängt es halt dran ans Kabel, dann ist es nach 2,5 Stunden laut Asus voll aufgeladen und ja, dann habt ihr auch keine Probleme damit. Das Schöne ist, was ich glaube ich noch nicht erwähnt habe, wenn man jetzt diesen Ausschalter eine gewisse Zeit lang drückt, dann leuchtet es so blau. Das heißt, das Mikrofon ist dann stumm gestellt. Ist halt schön, dass man es direkt über die Kopfhörer erreichen kann. Und es gibt laut dem Handbuch auch eine Möglichkeit, über diese Tasten Skype-Gespräche anzunehmen und zu beenden. Das ist auch eine feine Sache. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn es drin steht, wird es wahrscheinlich auch gehen. Ja, also wie gesagt, die Reichweite ist ausreichend, die Sprechzeiten sind auch sehr gut, die Qualität gefällt mir auch.
Das Einzige, was ist, aber das liegt, glaube ich, mehr an mir, wenn ich das wirklich eine ganze Zeit lang aufhab, dann tun mir irgendwann die Ohren ein bisschen weh. Aber da müssen wir, da reden wir dann wirklich von 3 Stunden oder so am Stück. Und das kann auch an mir liegen. Das geht mir bei anderen, ja, Ohrsteckern oder sonst was auch so. Ja, also wie gesagt, 45 Euro aktuell bei Amazon. Den Link packe ich in die Infobox, wo ihr es direkt dann bestellen könnt. Und auch nochmal den Link zur Herstellerseite. Und dann hoffe ich, konnte ich euch weiterhelfen. Also ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ja, schaut es euch mal an. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ein schönes Wochenende noch.